Aus vielen kleinen Teilen ergibt sich ein Ganzes. Und auch wenn sie zunächst unscheinbar wirken, bis man das Endergebnis sieht. Über 2 Jahre haben die Umbauarbeiten gedauert, doch nun ist es endlich fertig. Das neue Stadion des SV BVB 49. Gesunden Sport zu treiben. Und für Kinder und Jugendliche hat Sport eine ganz wichtige Funktion, nämlich für die Entwicklung. Kinder lernen gemeinsam zu agieren, lernen auch mal zu verlieren, mit Niederlagen umzugehen. Und das ist einfach toll. Und deswegen haben wir ein großes Interesse, dass wir viele gute Sportanlagen hier mitzukommen. Mitglieder, Bauherren und Finanziers feiern mit Pauken und Trompeten die Fertigstellung des Stadions. Bereits 2015 wurden die Zuschauertribüne sowie die unterirdische Kegelbahn abgerissen. Und auch das anliegende Freibad musste weichen. Stattdessen befinden sich nun dort ein Kleinspielfeld für Fußball sowie 2 Badmintonfelder. Dazu kommen noch 2 Beachvolleyballanlagen, die nach feierlicher Trikotübergabe gleich eingespielt werden. Kleinfeld, Großfeld, Kunstrasenplätze mit Flutlichtanlagen, die also der neuesten Art sind. Also dementsprechend sind wir sehr glücklich darüber, so eine tollen Sportanlagen zu bekommen. Aber wo das ist, ist noch viel mehr. Für die Leichtathleten gibt es beispielsweise eine neue 100-Meter-Bahn aus Tartan mit neuer Sprunganlage. Darüber hinaus verfügt das Areal über viele kleine Spielereien, wie die zahlreichen Autostationen, Klettergriffe oder die interaktive Fußballwand. Vor allem Freunde des Rückschlagspiels werden auf ihre Kosten kommen, denn nun verfügt der SV BVB auch über eine eigene Tennisanlage. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Wir haben 3 neue Sportabteilungen, dazu gehören die Beachvolleyballer, die Flag-Footballer und wir werden auch noch eine Frisbee-Abteilung haben. Tennis ist auch in Vorbereitung und das gibt diese Anlage auch her. Und da sind wir sehr dankbar, dass die Stadt so viel Geld investiert hat, um hier diese Möglichkeiten zu bieten. Aus vielen Sportarten kommen hier also ganz viele Sportlerinnen und Sportler zusammen. Zum Training oder spätestens zum großen Einweihungsfest mit allen Mitgliedern im Frühling 2022. Dann werden auch Sie sehen, dass sich die Bauarbeiten der letzten 2 Jahre gelohnt haben. Bis ins kleinste Detail.